Verdammt! Keine Spur von ihr. Der Verletzte, der gegen Sephiroth gekämpft hat. Also der mit Tifa. Tifa? Barret! Ja. Reiß dich zusammen! Tifa braucht uns! Das ist jetzt die Phase, die ich nenne sie in Final Fantasy 1 die Cloud gibt sich auf Phase, wo er zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Die gab es in der PS1-Version auch. Also, wenn die hätten Tifa sterben lassen, wäre auch echt zu krass. Es wäre zu heftig. Ja, aber jetzt schweift es halt hart ab vom PS1-Teil, ne? Also das ganze Moirin-Gedöns mit den Amas und so, das lenkt das jetzt alles schon hart in eine andere Richtung irgendwie. Aber können ja trotzdem den gleichen Weg einschlagen, so nach dem Motto, scheiß drauf, wir machen trotzdem das Gleiche. Ich hol die anderen. Cloud. Das Verstorbene, das Nebelgebirge überqueren, weißt du noch? Ja. Ein Märchen, um die Kinder vom Gebirge fernzuhalten. Aber du hast's geglaubt. Mm-mm. Ich hatte schon meine Zweifel. Aber ich wollte es glauben. So sehr wollte ich Mama wiedersehen. Emilio und die anderen spornten mich an. Eigentlich nicht, Kato. Und dann haben sie dich einfach zurückgelassen. Ja, anscheinend. Also es hat nichts mit den Präferenzen von jemandem zu tun. Ich habe mir doch den Kopf gestoßen bei dem Sturz. Ich kann mich an fast ein halbes Jahr nicht wirklich erinnern. Ich weiß nur, was mir andere Leute darüber erzählt haben. Mehr nicht. Was haben sie erzählt? Dass du mich angestiftet hast. Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit hast du mich gerettet. Danke. Du warst mein Held. Das vergesse ich nicht. Ich bin kein Held. Ein Held hätte dich nicht abstürzen lassen.
Ein Held hätte dich nicht angegriffen. Ja gut, aber ein Held ist auch normalerweise nicht unterm Einfluss von Sephiroth, ne? Verstehe ich mich selbst nicht. Ich weiß Dinge, die ich nicht wissen sollte. Aber andere Erinnerungen fehlen mir. Als wäre mein Bewusstsein gespalten. Das ist es aber auch, du. Und ich weiß nicht, welcher Teil ich selbst bin. Der Blonde und nicht der schwarzhaarige Teil. Aber du weißt nicht, welcher Teil der schwarzhaarige ist. Degenerieren. Und zwar ziemlich schnell. Glaube ich. Zumindest. Es wird alles gut. Dieses Mal beschütze ich dich. Oh, Cutie. Ich wollte das Gleiche sagen. Ups. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Sorry. Ein kleines bisschen vielleicht. Komm. Tschüss. Gut, in Rebirth ist ja eh festgelegt so ein bisschen, dass man Tifa, ne? Dass Tifa so Clouds Girl ist, weil Eris hat ja vorhin erst gesagt, sie ist noch in Zack verliebt. Du sagst also, dass es im Lebensstrom einen Kampf gab. Schwarze Mäuren gegen den Planeten? Und dass diese Mäuren auf Sephiroths Seite sind? Hm. So sah es für mich jedenfalls aus. Konntest du denn erkennen, wer die Oberhand hat? Der Lebensstrom, der Planet. Natürlich hat er das. Ich habe es doch gewusst. Der Planet kämpft mit aller Kraft. Mit Leib und Seele ringt er auch jetzt um sein Leben. Da, ich kann seinen Kampfschrei förmlich hören. Lausch doch mal. Er setzt sich zur Wehr. Und zwar gegen aufdringliche Typen wie diese Silberlocke. Wir sind die einzigen, die ihm helfen können. Der Planet kämpft für uns und wir... Für ihn. Alle zusammen. Oder? Genau. Ja. Also, das klingt ja alles ziemlich wichtig. Es gibt da einen Ort, an dem ihr Antworten finden könnt. Du meinst Cosmo Canyon. Oh, yes! Wiege der Planetenkunde. Ich glaube, wir sind nicht weit weg. Oh, geil! Ja, denn auch Materie? Dann bin ich nämlich dabei. Los! Seit jeher sammelt man an diesem Ort das Wissen über den Planeten. Natürlich gibt es dort auch... Okay, dann mal los! Hey, Red, du siehst glücklich aus. Das ist sein Zuhause, Mann! Na, dann scheinen wir uns ja alle einig zu sein. Der Weg dorthin ist gefährlich, aber ich habe einen Tipp. In der Nähe vom Dorf ist eine alte Landebahn. Von dort operiert ein Freiflieger. Oh yes, das wird immer besser. Dann findet ihr sie. Jetzt kommt alles so schnell. Und die wollen mir helfen, Cuties. Das hier ist Fango. Der Kleine hat sich richtig an euch gewöhnt. Er wird euch sicher dorthin führen. Wann kommt Vincent ins Spiel? Sobald wir wieder nach Nibelheim kommen. Vielen Dank, Haar im Auge. Für alles. Ich sind auf Freudentränen, aber ich glaube, er ist das ein Haar. Wenn ihr noch was braucht, findet ihr es bestimmt im Dorf. Also, da es jetzt um den Freiflieger geht, das ist Cid. Das ist das nächste Teammitglied. Und mit Cid kriegen wir das Luftschiff. Natürlich erst, nachdem wir viel Stress damit hatten. Nach dem Luftschiff kommen wir zum Cosmo Canyon. Das ist Reds Heimat.
Und Red hat auch eine richtig traurig schöne Hintergrundgeschichte. Ist das leider so eine Sache. Du vertraust mir immer noch nicht? Nachdem du dich gestern so an mich gekuschelt hast, dachte ich, wir hätten das hinter uns gelassen. Bilde dir bloß nichts darauf ein. Ich habe bestimmt nur von Marlene geträumt. Seid auf der Hut, so Jungs. Oh, ey, jetzt haben die angeteasert, was als nächstes kommt. Ich bin so hyped, aber ich will die Region auch erst abschließen. Mann. Und? Oh, ich freue mich so. Durch seine speziellen Räder kann man mit ihm auch problemlos die Wüste durchqueren. Du kannst sie also ruhig, vielleicht sogar, um noch ein paar Berichte über die Wüste für mich zu erstellen. Ich hab... Oh, die ist neu, die Materie, die gab's nicht. Die gab's, glaube ich, auch nicht. Man weiß nie, was auf einer Reise alles passieren kann. Aber ich meine... Wenn der mal nicht von Shin reist. Ich weiß gerade gar nicht, ob das die Reihenfolge ist, wie es in der PS1-Version war. Es kommt mir gerade so vor... Es kommt mir so vor. Es kann auch komplett täuschen. Dass Cosmo Canyon gerade sehr spät kommt. Ich meine, Sid war, also wenn wir jetzt wirklich Sid treffen und Sid sich anschließt und wir dann zu Cosmo Canyon gehen müssen, dann kommt Cosmo Canyon später als im PS1-Spiel, weil Sid war safe noch nicht im Team bei Cosmo Canyon. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Katze eigentlich auch nicht. Ich meine, Cosmo Canyon kam vor Gold Saucer. Der kam direkt davor, der Sid. Vielleicht hatte ich Sid auch nie im Team und kann mich nicht dran erinnern. Es kann auch sein, dass Sid im Team war. Aber es kommt mir so vor, als ob Cosmo Canyon... Weil es gibt diese Cutscene in Cosmo Canyon, wo alle Teammitglieder in dem Raum stehen. Glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Sag mal, was ist eigentlich ein Freiflieger? Seit dem Niedergang der Republik regiert Shinra quasi den Luftraum. Wenn die Arschlöcher könnten, würden sie sicher auch den Vögeln das Fliegen verbieten. Doch die freien Piloten kümmert das nicht. Sie fliegen, wohin sie wollen. Ist auch gut so. Der Himmel gehört niemandem. Schon gar nicht diesem Drecksverein. Freiflieger sind also quasi ein ausgestreckter Mittelfinger. Das ist Sid, ja. Sid klingt auch, also Sid ist auch vom Charakter her, Sid ist ein freifliegender Mittelfinger. Das passt. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Oh, soll ich einen Chocobo rufen und springen? Dann könnte ich beim Turm... Der Pilz ist groß. Mal gucken, ob wir beim Turm landen. Ja, tun wir. Oh Gott. Okay. So, wie kommen wir jetzt hoch? Da oben. Tada! Wenn ich gegen den Gegner kämpfen. Alter! Die Chocobo-Armee, habt ihr gesehen?
Ja, okay, kämpfen wir. Zieh dich zurück. Und tschüss. Und tschüss. Hallo, was soll das? Hallo, ist jetzt mal gut? Hallo. Oh, die sind nicht ges... Ach, der Klein-Gangalan ist nicht ges... Oh, das ist ja frech. Dann ist der Enkel-Gangalan auch nicht gescannt. Ja, scheiße. Da ist jetzt ein Enkel-Gangalan, den müssen wir jetzt auch scannen. So. Durchbruch. Bringen wir es hinter uns. Irgendwelche letzten Worte? Jetzt! Und tschüss! War okay. War okay. Ja, würde ich auch so sagen. Ich will jetzt eigentlich nur mal zum Flugfeld und gucken, ob Sid wirklich da rumchillt. Bei Sid, also wenn das originalgetreu zur PS1-Version ist, müsste bei Sid auch eine Rakete stehen. Da, das ist der Reaktor, ne? Das ist nicht die Rakete. Und, Spoiler, wir treffen Palmer wieder. Weil wenn die Rakete, eigentlich muss die Rakete da stehen, weil bei Sid auf dem Flugplatz war ein Kampf gegen Palmer, der da nur rumchillt, weil Palmer der Chef des Weltraumfahrtprogramms von Shinra ist. Und so baut sich alles zusammen. Und Rufus müsste auch da gewesen sein. Mir fehlen noch vier Dinger im anderen Gebiet, ey. Aber Gobby hat immer noch nicht angerufen, Chat. Ich glaube, Gobby hat uns verarscht. Gobby ruft uns nicht an. Gobby sagt, ich rufe euch an, wenn ich fertig bin mit meiner Aufgabe und dann könnt ihr weitermachen. Ruft nicht an, der scheiß Goblin. Der hat uns verarscht. Der wollte nur unsere Nummer haben. Oh, wie nett. Ich mag die Pilze. Die bringen mich immer zu guten Orten. Also, wirklich, nicht kopfmäßig. Scobby ruft an. Klar. Ich habe, dabei konnte ich den Fundort eines Synthes. Das Signal kommt in der Gegend. Gib also acht, wo du...
Synthesechips, das heißt wieder Synthesechips für unsere Nebenquests. Oh, da war ich sogar schon mal. Perfekt. Kann man sich hinporten. Muss wieder Synthese betreiben. Wir haben nämlich zu viele. Objekte, die wir nicht mehr mitnehmen können. Gigatrank, der ist neu. Den gab's vorher nicht. Warum gibt's doch schon den... Ja, okay, es gibt Megatrank und dann gibt's jetzt den Übertrank. Der Übertrank halt eh voll, egal wie viel du hast. Und ich glaube, ein Gigatrank halt 1000. Megatrank. Ist hier noch ein Turm? Oh. Wie nett. Nee. Keine Lust. Wir gehen einfach weiter. Vor allem muss ich da hinten auf den Pilz springen, um da hinzukommen. Na gut, komm. Wie komme ich da hoch? Oh mein Gott. Es hört nicht auf. Wie komme ich da hoch? Ich will nur den Turm hoch. Wie das wohl ist, in so einem Pilzhaus zu wohnen? Wieso ist hier denn alles nebeneinander? Ja, okay, komm, mach mal den Mogri. Die Mori-Kindertreiben ist inzwischen noch bunter. Nun gibt es sogar eine Zeitbegrenzung. Oh boy. Oh, natürlich einmal getroffen worden. Geil. Und jetzt stellen die Bäume in die Ecken rein, damit die dann nicht mehr... Oh. Ich hasse, also, jetzt übertreiben die wirklich. Ich kann nicht da drüber springen. Oh, das ist so frech. So, hier, los. Zack, zack jetzt. Zackig, zackig. Zackig. Ab nach Hause jetzt. Ab in die Hütte. So. Okay, hier können wir vielleicht zwei mitnehmen. Ab. Ja, ab in die Mitte. Da sagst du was. Rein da. So, einer noch. Und das ist der nervigste. Rüber da. Das wird jetzt scheiße. Weil ich scheuche den jetzt wieder weg. Okay. Nee, 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 Freundchen. Schön da rein. Dankeschön. Willkommen, Kupo!
Können wir leider nur einkaufen. So. Wo waren wir? Eigentlich wollten wir auf den Turm, ne? Hä? Bin ich jetzt hier hingekommen? So. Ja, wie bin ich hier hingekommen, obwohl ich da hin wollte? Ich sag's euch, das Spiel, dieser Dschungel. Haben wir hier irgendwo Pilze zum Hüpfen? Wie kommen wir auf diesen Berg da hoch? Da hoch. Oh. Ich wette, dieser Pilz wird mich betrayen. Ah. Nein, tut er nicht. So, aber jetzt brauche ich ja einen Pilz, um darüber zu kommen. Das ist ein Lebensquell. Hä? Aber... Da ist ein Pilz. Und jetzt ist da ein Pilz. Oh Gott, die Pilze machen mich verrückt. Machen mich wahnsinnig. Der Pilz hat mich verarscht. Gut. Das wird eine Aufgabe für Zukunfts-Nefi. Ich sag, wie es ist. Wird nicht lange dauern. Ziemlich schwach. Ich wusste, dass es hier Pilze gibt, die mich richtig hart enttäuschen werden. Das war mir von vornherein klar. Der Feind ist geschwächt. Ich seh dich! Mache das etwa schon alles? Welche Kinder singen da eigentlich im Hintergrund? Sollten die nicht lieber zu Hause sein? Der Legende nach nimmt Kujata jedes Mal Kujata. Okay, danke. Eine andere Gestalt an. Mal sei er in Flammen gehüllt, mal von Eis umgeben und dann wieder von Blitzen umsäumt, heißt es. Daher wird er von den Bewohnern Gongagas seit alter Zeit als Manifestation der Natur selbst verehrt. Kujata. Als dummes Kind hast du früher halt Kujata gesagt. Englische Aussprache existierte für einen nicht. Du hast auch Sephiroth gesagt und nicht Sephiroth. Früher hatten Spiele halt keine Vertonung. Da musste man sich ja selber irgendwie klar machen, wie man was ausspricht.
Ups. War der erste, den ich verkackt habe. Aber nur weil ich mir nicht gemerkt habe, ob in der Mitte jetzt Viereck oder X kommt. Es gab auch kein Sefi Blau, ja. Die Musik gerade hat irgendwie was von, weiß nicht, die könnte auch im Planet Zoo laufen. Versteht ihr, was ich meine? Hallo, Mastic. Ah, ich darf hier nicht runter. Hä? Yeet. So. Gongaga Airstrip. Okay. Das ist vermutlich der Flugplatz, oder? Was meint ihr? Scheint schon bessere Tage gesehen zu haben. Wie soll hier denn irgendwas landen oder abheben können? Heißt das etwa, wir sind ganz umsonst hierher gekommen? Vielleicht nicht. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Telebox der Republik. Schauen wir uns das mal an. Na dann. Stopp. Waffenkiste. Oh, für Kachi. Mokrimine. Wie hieß der Angriff, den wir jetzt machen müssen? Mokrimine. Habe ich doch vorgelesen. Habe ich instant wieder vergessen. Gebt ein Rauchzeichen und wir sind sofort bei euch. Bronco Airlines. Was? Hiermit? Hast du was gefunden? Wir müssen ein Rauchzeichen geben. Ein Rauchzeichen? Was denn? Kennt man sowas bei euch in Midgar etwa nicht? Andererseits überrascht mich das auch nicht wirklich. In Midgar raucht alles. Dann lasst mal den Profi ran. Das raucht in 0, nichts. Hm, immer noch nichts? Dann habe ich wohl keine Wahl. Hey, komm her! Flugzeug! Eris macht mit. Hat ja wirklich geklappt. Klar hat's das. Cool, oder? Hier drüben. Fantastisch! Oh ja,
Es ist Sid. Oh boy. Wo darf's hingehen? Wir wollen nach Cosmo Canyon. Du sprichst ja. Ist das irgendein Trick? Na, hab auch schon Seltsameres gesehen. 1, 2, 3. Ihr seid zu viele. Aber wenn ihr euch nett zusammenkuschelt? Das ist der Preis inklusive Gefahrenzulage. Ich hab derzeit kaum Kundschaft. Bis ihr das Geld habt, kann ich also hier warten. Ich will... nee. Ich wollte nur Sid sehen. Ich will noch nicht den Bereich hier verlassen. Inklusive Stornogebühr und dem bisher verbrauchten Treibstoff macht das 100 Millionen Gil. Ich würde es mir überlegen. Ja. Sind wir pleite? Nein. 1000 Gil haben wir. Wir haben 12.000. Das ist nicht das Problem, aber ich will den Bereich hier noch nicht verlassen. Cosmo Canyon ist halt ein komplett neuer Bereich wieder. Aber... Hat man Sid nicht erst in der PS1-Version wirklich bei dieser Rakete kennengelernt? Und sonst müssen wir den Anhänger nehmen und 100.000 Schritte laufen. Ich denke nicht. Ich glaube, da würde ich lieber 3 Kämpfe machen und ich habe die 1000 Gil, bevor ich 100.000 Schritte laufe. Warum sind hier so viele Kisten? Ich meine, ich nehme sie alle mit. Ist immer ein Supertrank for free. Selbst da hinten liegen Kisten. Was? Das haben die doch extra gemacht. Vor allem liegen hier Megatränke drin, das lohnt sich richtig. So. Ja, wie cool, wir haben Sid getroffen. Wir haben hier aber echt noch einiges zu erledigen. Und wir sind hier noch nicht fertig. Gobby hat noch nicht angerufen. Materia? Materia? Hier ist nichts Materie. Da war was Grünes. Wo? Hier ist viel Grün. Hier ist nichts Grünes. Ja, aber wenn Materia irgendwo liegen würde, würde sie leuchten. Mit einem Strahl nach oben. Also eigentlich... Also...
Hier ist keine Materie. Weil erstmal kommt Materie nicht aus Kisten. Meistens. Also hatte ich jetzt noch nicht den Fall. Und wenn Materie irgendwo rumliegt, hat die den Lichtstrahl nach oben. Und wenn ich jetzt schon drauf achte und ich sehe ihn nicht, dann... Also, ja, hier ist nichts. So, Sid, war nett, dich kennenzulernen. Wir sehen uns in 80 Stunden wieder, wenn ich mit Gongaga fertig bin. Ja, nämlich echt viel zu tun hier. Komm, die Synthesechips holen wir noch. Und dann habe ich Hunger. Ich habe jetzt schon Hunger. Wenn ich rausfinde, wie ich da hinkomme. Ah, hier waren wir schon. Ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Wie komme ich zu dem Synthese-Ding? Oh, und da ist auch noch eine Quelle. Und ach, also irgendwie sind die Pilze cool, aber die machen mich auch ein bisschen fertig. Können wir hier... Danke. Geht's weiter runter? Danke. Wann fliegen der Chocobo? Gab's in der PS1-Version auch nicht. Von daher wird es wahrscheinlich keinen fliegenden Chocobo geben. Ich muss noch Essen in einigen Minigames holen. Das ist eigentlich gut, wenn ich jetzt aufhöre. Dann kann man auch streamen, wenn ich Langeweile habe, in Sachen S holen. Ich habe keine Ahnung, Kato, das, was da ist. Was es dazu gibt, darüber habe ich nie nachgedacht. Im schlimmsten Fall nix. Accessoire-Meister. Okay.
Der wird sowas von gecraftet. Der hat 5 Slots, Mann. Talisman der Hexe. 5 Materia-Slots. Oh boy. Dann könnten wir Cloud auch noch Aero geben. Das ist das Einzige, was ihm fehlt. Dann ist er bald. Dann hat er bald für alles irgendwie einen Zauber. Moment, ist Barrett eigentlich. Oh, der ist fertig. Dann können wir ihm doch dann hier den Fafnir geben. Heilen, Luft, Beleben, Glut, Gewitter, Frost hat er nicht, theoretisch. Haben wir aber nichts mehr für frei. Dann kriegst du Zeit. So. Ja, das hat sich doch gelohnt, der Synthese-Chip. Und es war nicht mal ein Synthese-Chip für eine Quest dabei. Noch besser. Das heißt, keine Johnnies, die irgendwelche Köder von mir wollen oder Ventile oder was weiß ich. Wenn der Chocobo jetzt noch lernen könnte zu gleiten. Boah, wäre das geil. Aber ich glaube, dafür sind seine Flügelchen zu klein. Wieso? Okay, ich habe einen Glitch entdeckt. Ich bin gerade in den Boden geglitscht. Aber wieso bringt mich denn jeder Pilz hier hin? Ich habe gerade einen anderen Pilz genommen, der hat mich auch hier hingebracht. Scheint ein Pilzkreuz zu sein hier. Eine Banane, deswegen was zum Rutschen. Gar nicht so unwahrscheinlich hier im Dschungel, oder? Bin ich wieder hier? Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Wie gesagt, die Pilze machen mich fertig. Okay. Wir reisen zurück nach Gongaga. Ja, das kann sein. Angenehmen Aufenthalt. Ich brauche die Bank ja nicht. Cloud.
Ich konnte Kujatag. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermateria erzeugen können. Ich möchte die Gestein-Materie haben. Das ist nämlich wieder ein weiterer Elementzauber. Kujata. Bro. Der sieht so badass aus hier in dem Teil. Aero 2, also Aeora. Gibt's hier Kraft? Die habe ich auf Stream gemacht, alle, weil die geben auch noch Items, wenn man diese Sachen macht. Hier kriegt man zum Beispiel noch eine Glücksboost-Materia. Also die Kampfsimulator-Sachen zu machen, lohnt sich schon. Alleine für die Items. Und man kriegt Erfahrungspunkte währenddessen. Das lohnt sich schon hart. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Schlafen hier. Hey, Sisney. Ich würde gerne den Magnetmechanismus sehen, den Cloud am Rücken hat, damit das so gut hält immer. Ist einfach magisch, wie das Schwert da hängt. So, und speichern.